Nicht freihändig. Nicht freihändig. Wenn, dann muss ich immer meinen Souffleur dabei haben, weil das eine gewisse Grundsicherheit gibt. Das ist Übungssache. Das musste ich ja, und ich habe eine Sprecherausbildung gemacht, also die normalerweise für Theaterleute da ist. Und das hat mir später auch geholfen, oder hat mir heute geholfen, wenn ich mal hier in den Gegenden Gottesdienstvertretung mache als Predikant. Dann gibt es, die Theologen haben leicht, besonders die Mönche, haben leicht dieses Psalmodieren auf einer Tonebene, und das schläfert, selbst wenn das der Inhalt interessant ist, schläfert das die Zuhörer oft ein. Ja, wenn ich so auf einem Ton bleibe und erzähle irgendetwas so ganz gleichmäßig, dann kann der Inhalt sehr interessant sein, aber das Monologisieren auf einem Ton ist halt ermüdend. Das mag sein, das gefällt mir aber nicht. Ich möchte eben, wenn ich irgendwo zuhöre, möchte ich auch einen gewissen Spannungsbogen in den Sätzen haben. Ob ich das immer selber kann, weiß ich nicht. Aber ich bemühe mich. In Frankfurt bei Professor Schlerath und bei seinem Assistenten, also in der sprecherzieherischen Abteilung in Frankfurt. Es gehörte mit für die Deutschlehrerausbildung, gehörte es dazu, dass man ein Semester Sprecherziehung macht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das, glaube ich, 6 Semester gemacht habe, auch mit einer vollen Abschlussprüfung für Theatersprecher und literarische und Rundfunksprecher. Da waren so Dinge, die wir ganz gelesen haben oder auch für den Rundfunk Aufnahmen gemacht haben aus alten Schallplatten vom Kaiser Wilhelm. Das mussten wir nachts machen, weil da keinerlei Störung vom Flugzeug- oder Autolärm dabei sein sollte. Und das waren dann so Nachtaktivitäten in der Abteilung Sprecherziehung. Diese Frage bringt mich schon ein klein bisschen auf meine Motivation, Lehrer zu werden, die so eine jugendliche Arroganz zeigt, dass ich gesagt habe, die nächste Generation soll bessere Lehrer haben, als ich hatte. Und das war für mich eine Motivation, Lehrer zu werden, weil ich so manche Dinge, die ich kritisiert habe an meinen Lehrern, ich habe auch viele verehrt, aber bei etlichen war ich sehr kritisch und habe dann gesagt, was ich dazu beitragen kann, ich will, dass die nächste Generation bessere Lehrer hat als ich. Und da hat natürlich die Sprecherziehung und das immer wieder darauf achten, selbst sich zu korrigieren, das war natürlich eine Verbesserung auch des Selbstbewusstseins. Nein, glücklicherweise habe ich nur in der ganz frühen Zeit einen Englischlehrer gehabt, der war Stadtkommandant von Lyon in der Besatzungszeit in Frankreich. Und der hat, aber das ist so 6. Quinta gewesen, der hat, so im Nachhinein habe ich da demnach spüren können, dass er etliche Verhaltensweisen eines hohen Offiziers mit einer hochgradigen Verantwortung hatte. Aber weißt du, das ist in einer frühen Zeit nach dem Krieg gewesen, und die späteren Lehrer, die ich hatte, habe ich zum größten Teil als Menschen nicht in Verbindung gebracht mit ihrer Vergangenheit, eventuell im Dritten Reich. Da muss ich sagen, habe ich durch verwandtschaftliche Beziehungen keine so große Aversion gegen die Generation gehabt, die während der Hitlerzeit gelebt hat, weil ich einige in der Verwandtschaft hatte, die auch sehr kontra waren. Ein Onkel zum Beispiel, der hat 4 Wochen im Bau gesessen und ist dann nur dadurch freigekommen, dass ein Schulkamerad
ihn so ein bisschen freigeboxt hat. Der hatte mit einem anderen Schulkameraden im Krankenhaus sich getroffen, zufällig. Und dieser junge Arzt hat ihn begrüßt mit Heil Hitler. Und mein lieber Onkel Edwin hat dann geantwortet, heil du ihn. Und solche Dinge sind in der Familie mehr gewesen, also eine kritische Stellungnahme, obwohl wir auch eine Tante hatten, die in die Nazi-Zeit ziemlich verstrickt war, aber da konnten meine Brüder und ich distanziert mit umgehen. Wir waren zu vier Jungen und da war immer irgendwo Kritik gegenüber der Vergangenheit. Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich habe bis zu meinem Abitur 12 Schulen hinter mich gebracht, wobei eine beziehungsweise vielleicht auch zwei Wechsel durch mich selber verschuldet waren, nämlich das Ausscheiden aus der Unterprima und vorher, weil ich von Quarta nach Untertertia, da wäre ich hängen geblieben oder wäre ich ein zweites Mal hängen geblieben, weil ich an allem anderen mehr Spaß hatte als an Schule. Aber meine Eltern haben halt, heute danke ich ihnen dafür, mich dazu gequält, dass ich dann doch weiter zur Schule ging. Und dann bin ich nach Oldenburg ins Schülerheim gekommen und das hat mir sehr gut getan. Da war ich weg von all den gewohnten Dingen zu Hause. Ja, in Oldenburg im Schülerheim konnte ich einen neuen Anfang machen, konnte ich neu aufbauen, konnte mich mit neuen Jungen prügeln und mich in neue Mädchen verlieben und hatte also einen ziemlich harten Neuanfang. Und da habe ich mich durchgebissen und durchgekämpft und habe da, glaube ich, auch einen Teil meiner späteren kämpferischen Kraft gewonnen. Weil da halt, wir waren zu 40 Jungen in einem Schülerheim und da, um nicht in der Rangfolge ans Ende zu kommen, musste man da irgendwie sich seinen Platz erobern. Ich bin erst ab 16,5 wieder gewachsen zu meiner Länge. Ich bin also ein typischer Spätentwickler, was mir heute die Hoffnung gibt, dass der liebe Gott auch mich lange hier lässt, bis er, also auch ein Spätentwickler am Lebensende. Aber da habe ich sehr viel lernen müssen. Die ersten blauen Flecken auf den Armen, weil ich würde heute sagen, ein freundlicher Klassenkamerad sich sehr um mich bemüht hat. Und wenn ich nicht mit meinen Schularbeiten gespurt habe, habe ich Hiebe gekriegt. Und da waren die zwei Elemente. Ich habe mich wehren lernen und ich habe also auch den Dickkopf durchgesetzt. Ich lerne das, was ich will und letzten Endes ist das das Richtige. Nein, der war Klassenkamerad, aber etwa die Hälfte breiter als ich und halben Kopf kleiner, aber ein bulliger Mensch, dessen Namen ich heute noch weiß. Wie gesagt, ich weiß nicht viele, aber ich habe, nachdem ich zum ersten Mal zurückgeschlagen habe und ihm einen ähnlichen Hieb auf den Arm versetzt habe, wie er mir das bei mir selber schmerzhaft beibrachte, da haben wir Freundschaft geschlossen. Und er hat mir sehr geholfen in Mathematik und auch im anderen Fach. Ich konnte, weil ich viel weiter in Latein war, konnte ich ihm helfen, sodass dann eine echte Kumpelverbindung entstanden ist. Einmal sitzen geblieben und einmal von der Schule geflohen mit dem herrlichen Satz an den Klassenlehrer, Ende Unterprima, auf ihr beschissenes Abitur bin ich überhaupt nicht angewiesen. Und dann bin ich von der Schule abgegangen und habe meine Lehre gemacht, dabei dreiviertel Jahr im Tiefbau gearbeitet, Mauern gelernt, mit einem Bodenverdichter umgehen gelernt, alles das, was im Tiefbau notwendig ist und auch mit den Leuten, das ist ein raues Volk im Tiefbau, da umzugehen, zu lernen, war eine gute, aber harte Schule für mich. Also das war in Bad Homburg. Ein Lehrer erfuhr, dass ich als 15-16-Jähriger Kindergottesdienst in der evangelischen Kirche bei uns machte. Mein Vater hat gesagt, wir brauchen da jemanden. Und das erfuhr mein damaliger Klassenlehrer, ein ziemlich weicher Mensch, und flaumte mich eines Tages an. Ach, Krüger, ich habe gehört, dass Sie am Sonntagmorgen jungen Kindern fromme Märchen erzählen. Das wäre für mich noch nicht so schlimm gewesen, aber weil ich wusste, dass er in der katholischen Innung
auch Kindergottesdiensthelfer wäre, habe ich das für eine unfaire Sache gehalten. Und außerdem war ich stellvertretender Schulsprecher und kam manchmal am Ende der sechsten Stunde montags aus der SV-Sitzung zurück. Und dann kamen solche Sätze, ach, wenn ich darum bat, die Mitteilung zu geben, montags in der sechsten Stunde war immer die sogenannte Verfügungsstunde, also für SV-Dinge. Und dann, wenn ich da etwas sagen wollte, dann hat er gesagt, ach ja, unser Herr Schulschwätzer will auch noch was sagen. Und das ging mir dann irgendwann so auf den Geist, man würde es heute schärfer ausdrücken, dass ich mal richtig Luft geholt habe und habe gesagt, Herr Scholz, wenn Sie Probleme mit mir haben und mich nicht leiden können, dann kann ich damit umgehen. Und dann nochmal Luft geholt. Aber wenn Sie das Amt des Schulsprechers hier so... Und dann wurde er so klein mit Hut und seitdem hatte er bei mir verschissen, auf Deutsch gesagt. Da war noch eine andere Sache. Wir hatten damals eine Klassenfahrt gut vorbereitet zur Weltausstellung nach Brüssel. Und weil wir einen Klassenkameraden hatten, der Verbindung zu irgendwelchen Leuten im Brüsseler Königshaus hatte, hatten wir als Klasse eine Sondergenehmigung ins belgische Königshaus und in die Einrichtungen zu gehen. Und wir saßen schon dann in Brüssel im Bus, um dahin zu fahren. Und dann kam die liebe Ehefrau dieses Klassenlehrers und fing an zu mosern. Sie wäre ja nicht mitgefahren, um nur der Klasse zu dienen. Sie wollte heute endlich mal einen Tag haben, um einzukaufen. Daraufhin sagte unser Klassenlehrer, gut, dann fahren wir nicht ins Schloss, dann ziehen wir durch die Kaufhäuser. Er hat das anders gesagt, aber das kam dabei raus. Sodass wir die einmalige Gelegenheit, das belgische Schloss und die Dinge des Königshauses zu sehen, dadurch vermasselt kriegten, dass Frau Scholz einkaufen gehen wollte. Und so eine Chance, und seitdem hatte er bei allen bei uns verschissen und dann kam das zu. Und dann habe ich ihn so angeschnaubt und seitdem hatte ich keine Chance mehr bei ihm. Dann hat er bei Kollegen gestänkert und ein Lehrerkollege hat dann meinen Vater mal angerufen und hat gesagt, was ist denn da zwischen Scholz und ihrem Sohn los? Und dann kam das so ein bisschen und dann habe ich irgendwann gesagt, hier an der Kaiserin-Friedrich-Schule hat es für mich keinen Weg mehr. Und dann bin ich eines Tages so mit dem Satz, als wieder so etwas war, auf ihr beschissenes Abitur bin ich gar nicht angewiesen, zum Sekretariat gegangen und habe gesagt, so ungefähr, die Papiere bitte. Der Direktor damals, Direktor Mariott, wollte mich noch halten, weil wir ein gutes Verhältnis hatten. Aber da war meine Sturheit zu groß. Dann bin ich abgegangen und habe aber im Hinterkopf immer gewusst, eigentlich willst du ja doch nicht im Handwerklichen bleiben. Nein, das war 57, 58. Ich bin Jahrgang 38. Und dann bin ich erstmal, weil das Jahre, das war also Januar, bin ich Skilaufen gegangen. Nein, gar nicht wahr. Ich wollte Skilaufen gehen, aber es langte das Geld hinten und vorne nicht. Und dann bin ich Schlitten gefahren bei uns in der Gegend. Und habe mich aber dann sehr schnell um eine Lehrstelle bemüht. Mittendrin war das ja, mitten im Schuljahr, war das ja auch nicht so ganz leicht. Und dann habe ich eine Bürostelle gekriegt, aber musste ein Praktikum machen. Und das Praktikum habe ich dann zum Geldverdienen genutzt, weil ich eben da auch viele Möglichkeiten zu Überstunden hatte. Habe Lastwagen fahren gelernt und im Tiefbau gearbeitet und Planierraupe gefahren und kleinen Bagger und solche Dinge, die für einen Lehrerberuf natürlich hinterher nicht direkt anwendbar sind. Aber ich denke, es hat mir gut getan. Ich habe dann später mit Sondergenehmigung von der Frau Dr. Glocke in Wiesbaden durfte ich dann, die wollten mich erst auf das Abendgymnasium nach Offenbach schicken. Das gab es als einziges hier im südlichen Hessen. Und dann war mir das aber zu weit. Ich hatte zwar inzwischen mir von den Geldern, die ich gespart hatte, eine Vespa gekauft. Aber dann habe ich überlegt, ich bin in Oldenburg in einer sogenannten Aufbauschule gewesen und die Form der Aufbauschule hat mir gut gefallen. Die fangen 2 Jahre später an als Gymnasial, gehen also zusammen die 5. und 6. Klasse noch in der Grund- oder Volksschul-, Hauptschulbereich und fangen dann erst später an.
Und in Usingen, also über den Taunus, war eine andere Aufbauschule hier. Und dann habe ich versucht und hinterher mit Sondergenehmigung und einem halben Jahr Probezeit dort meinen Unterricht, den Unterricht in der Unterprima aufzunehmen und mit ziemlichem, zunächst mal mit ziemlichem Gewürge und ziemlichen harten Zeiten und vielen geduldigen Lehrern habe ich dann letzten Endes nach anderthalb Jahren ein recht ordentliches Abitur auch gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Wenn nicht, und Motivation, denke ich, ist etwas, was ein Lehrer, das wir aus heutiger Sicht, ein Lehrer den Schülern immer vermitteln sollte, beibringen sollte. Und dann sind die Leistungen auch gut. Ursprünglich Münster, Münster in Westfalen. Und mein Vater ist Beamter gewesen und meine Eltern haben in Wuppertal geheiratet. Der älteste Bruder ist auch in Wuppertal geboren. Dann ist mein Vater in Münster in einer Aufgabe gewesen, Beamter, und dann sind wir dort gewesen. Und später sind wir nochmal umgezogen nach Wuppertal. Da war aber die Schule kurzzeitig und dann Bad Münster am Stein. Da sind wir hingegangen, weil dann die Kriegswirren in den Großstädten so waren, dass wir einen etwas ruhigeren Platz suchten. Mein Vater war inzwischen im Krieg, war eingezogen. Und in Bad Münster am Stein hatten wir durch die Vermittlung einer der Schwester meiner Mutter ein eigentlich ruhiges, eine ruhige Wohnung gefunden, auch zwischen Krankenhäusern, also zwischen ja, Krankenhäusern mit oben dem Roten Kreuz auf dem Dach, sodass wir die Hoffnung hatten, wir kämen von den Bomben frei. Aber in Bad Münster am Stein kam dann die Westfront und dort ist eine Eisenbahnbrücke über die Glan gewesen. Und dann kamen Tieffliegerangriffe und Ähnliches, was uns dann bewog, nachdem wir im Haus bombardiert waren und zum Beispiel fast 2 Tage im Schutt gelebt haben. Wir wussten nicht, kommen wir raus. Die Erwachsenen und die, also Eltern und Großeltern waren verzweifelt, weil sie dachten, jetzt ist aus. Aber wir Kinder haben das so von einer anderen Seite genommen. Wir haben das weggesteckt, obwohl ich davon auch noch eine kräftige Narbe auf dem Rücken habe, weil wir da wirklich zusammen gedonnert worden sind. Und als wir dann da ausgebuddelt worden sind, sind wir von dort weg über Koblenz. Da haben wir den großen Bombenangriff auf Koblenz mitgemacht. Da wohnte die Tante, die uns vorher nach Bad Münster am Stein vermittelt hat. Da kriegten wir das mit. Da sind wir auch ziemlich ramponiert rausgekommen und waren auf dem Weg nach Thüringen, weil es da noch ruhiger war. Dort hingen wir dann fest, bis die Amerikaner das freikämpften und dann an die Russen übergaben, sodass ich die Kampfamerikaner und die Besatzungsrussen dort mitgekriegt habe. Und 1949 hat dann meine Mutter mich geschnappt und wir sind, weil ich vielleicht der Sportivste war, der am leichtesten zu handeln war, alles komische Ausdrücke, aber so fühle ich das heute, ist mit mir über die verbotene Grenze gegangen. Bis dahin, also nachts pfiffen uns die Kugeln um die Ohren, aber all das haben wir gut überstanden, hat mich zu Verwandten ins Oberbergische gebracht. Dann ist sie zurück und hat die beiden schon vorhandenen Brüder und ihre Eltern geholt, ist dann also auch so Grenzwechsler und Flüchtling gewesen. Und wir haben im Oberbergischen, also bei Waldbröl, unsere Familienzusammenführung gehabt, wieder eine Schule. In Bad Münster am Stein war ich eingeschult worden, in Thüringen war wegen der Kampfhandlung keine Schule. Bei Waldbröl bin ich dann zur Schule gegangen und da war Großvater in der Schule, ein Lehrer. Und dadurch, dass ich den Großvater dort als Lehrer hatte, konnte ich auch die versäumte Schule nachholen. Und es hat mir kolossal Spaß gemacht. Auf dem Bauernhof gewohnt, all die Dinge gelernt, die man auf dem Bauernhof lernen konnte und zur Schule gegangen. Aber weil es dann eng wurde, als dann auch die Geschwister waren, sind wir nach Hömel,
bei Nümbrecht gezogen, wieder neue Schule. Bis dann der Vater aus dem Krieg kam, dann sind wir nach Münster in Westfalen, nein, erst nach Münster in Westfalen, haben wir in einer alten Kaserne dort so Notquartier gehabt. Dann hat Vater ein Altenheim in Handorf bei Münster übernommen. Das war ein ehemaliger und jetzt auch wieder Flugplatz. Dort waren die alten Kasernen zu einem Altersheim umgebaut worden. Das Evangelische Hilfswerk, heute heißt das Diakonisches Werk, hatte dieses Altersheim dort eingerichtet in den alten Kasernen, die zum Teil in der Mitte gesprengt waren, was für uns Jugendlichen natürlich herrlich war und immer in den Trümmern herumgeistern und alles Mögliche. Aber eben auch die ganzen Entwicklungen nach dem Krieg, was haben wir für Sprengungen mit Schwarzpulver und mit Dingen gemacht, bis dann einmal auch unvorsichtig einige von unseren Kumpeln durch die Aufschlagszünder von der Drillingsflak. Da haben sie draufgekloppt und dann sind zwei gestorben und einer hat einen Arm verloren, ist gerettet worden. Also das sind alles so Dinge, die in der Nachkriegszeit auch passiert sind. Aber eben auch die Lebenshärte hat uns Geschwister pfiffig gemacht, lebenstüchtig gemacht. Auch wenn wir in der ersten Zeit zum Beispiel kein Trinkwasser in der Nähe hatten, wir mussten immer mit einem Wägelchen, das wir selber gebaut haben, aus alten Panzerteilen 400 Meter gehen, um das Wasser von einer Pumpe zu holen. Bis dann dort auch wieder die Wasseranlage so eingerichtet wurde, dass wir neben dem Haus einen Wasserkran hatten und wo wir die Eimer dann immer mit Frischwasser ins Haus trugen. Kriegserfahrung und Nachkriegserfahrung, schätze ich, bei mir ein anderes Bild gibt als die eigenen Kinder, die jetzt Krieg aus den Nachrichten und so mitkriegt. Also ich bin sehr empfindlich gegen Ungerechtigkeit. Das hat aber etwas mit der Familiengeschichte zu tun, mit den Geschwistern. Aber gegenüber Krieg sicherlich habe ich auf der Seele an einigen Stellen Hornhaut durch die eigenen Erlebnisse. Ja, als ich dann wieder zur Schule ging, mit jeden Tag von Bad Homburg über den Taunus fahren nach Usingen und dort eben Abitur zu machen, habe ich einige gute Lehrer, einige Lehrer, die zwar liebenswürdig waren, aber eben eine alte Pädagogik hatten, dass sie in allem gut sein wollten und nicht alles wirklich so leisten konnten, wie sie es gerne wollten. Und dann ist man so in einer jugendlichen Arroganz, meint man, man könnte das sowieso besser machen. Und deswegen bin ich dann Lehrer geworden und habe mir aber eben im Laufe der Zeit eben auch da die Hörner abstoßen müssen und habe bei einem Kollegen in Bad Homburg, also ich war erst, habe schon in der, das muss ich vielleicht vorwegschieben, habe schon in der Zeit, als ich noch Student war, in Oberursel einen Lehrauftrag gehabt und in der Zeit des Lehrauftrags habe ich schon Referendare zur Ausbildung gehabt. Also das heißt, ich war noch nicht so weit wie die, musste ihnen aber als Angestellter, Unterrichtender musste ich die Referendare betreuen, weil nicht genügend, die hatten nur einen einzigen Sportlehrer am Gymnasium in Oberursel und deswegen konnte ich dort eben meinen Lehrauftrag kriegen und habe dann eben auch immer wieder Studenten gehabt, die ich im Sport betreuen konnte und das hat für mich bedeutet, ich bin sehr neugierig im Bereich der universitären Ausbildungsgänge gewesen, wie unterrichten die und was kann ich dafür lernen und wie kann ich es an die Referendare weitergeben. Also eine eigentlich ungenehmigte, aber für mich ganz günstige Situation. Und dann bin ich noch der letzte Jahrgang gewesen, der 2 Jahre Referendariat gemacht hat. Also nach meinem ersten Staatsexamen bin ich dann im ersten Jahr in Höchst gewesen. Gar nicht wahr. Im ersten Jahr war ich in Usingen.
in der Schule, wo ich ehemals auch Schüler war und bin dann im zweiten Jahr in Höchst gewesen, Höchst bei Frankfurt, und habe da mein Examen gemacht, mich auch über manche Dinge fürchterlich geärgert, weil ich mein Schlappmaul nicht halten konnte in normalen Situationen und einige Lehrer mir dann, einer besonders, mir das hinterher im Examen vorhielt. Ich hätte immer so eine kässe Lippe gehabt, deswegen könnte ich nur eine Note so und so kriegen. Sonst hätte er mir ja eine bessere gegeben, aber ich hätte da Dinge losgelassen, die nicht so gehen. Als ein kleines Beispiel, ich habe mal in einer Lehrprobe, als ich mit Unterprimanern einen Salto über den Kasten machen wollte, wir hatten das schon in Stunden vorher so Ansätze gemacht, dann habe ich auf den Kasten eine Matte gelegt mit der Bemerkung, damit sich niemand den Kopf, den Schädel rappelt, irgend so. Also, und das hat mir ein Mensch dort übel genommen, dass ich das so salopp gesagt habe, eine Matte auf den Kasten, damit sich niemand den Schädel einrennt. So muss so gewesen sein. Und das hätte ich, wäre unpädagogisch gewesen. Und deswegen wollte er mir nur eine Note geben. Dann hat es noch unter den prüfenden Lehrern einen Streit um mich und meine Noten gegeben. Naja, und dann bin ich, nachdem ich das Examen hatte, mittelprächtiges Examen, bin ich vom Gymnasium in Oberursel, das noch Gymnasium war, später wurde es Gesamtschule, angefragt geworden und hatte für mich vom Wohnen her ideale Bedingungen, weil ich inzwischen ein Wohnquartier in Oberstetten hatte. Das liegt zwischen Bad Homburg und Oberursel und musste also dort 10 Minuten, 8 Minuten mit meiner Vespa hinfahren und hatte es wirklich gut dort. Also von daher habe ich sehr gute Lehrer, einen Lehrer in Oldenburg, wo ich war, ja, als Schüler, den ich bis heute verehre. Aber so die letzten Lehrertipps habe ich von Kollegen gekriegt, bei denen ich gemerkt habe, bei fleißigstem Bemühen und bei der Stundenzahl, die man hat, in der Verpflichtung, kann man nicht alle Stunden so vorbereiten, wie man es gerne möchte, wenn man so der große Guru und der Lehrende und der Weise, der da vorne von seiner Weisheit weitergibt, wenn man das so möchte. Und habe gemerkt, es bleibt hier eine Lücke und es bleibt da eine Lücke. Und da hat mir ein Kollege in Bad Homburg mal, der in der Schule als faul, aber weise verschrien war, gesagt, du darfst den Schülern nicht alles beibringen wollen. Du musst ihnen sagen, dort ist ein Ziel, lasst uns versuchen, es gemeinsam zu erreichen. Und das ist für mich eigentlich der entscheidende Schritt des Umdenkens gewesen. Und seitdem glaube ich auch, habe ich für einige Schüler ein gutes Empfinden gehabt, wie ich denen nicht nur Stoff, sondern das Lernen beibringe. Und das ist bis heute für mich das eigentlich Wichtigere, dass den Schülern das Lernen gelehrt wird und nicht die Stoffe gelehrt werden. Und da bin ich dann hier ja am Laubach-Kolleg auch mit einigen Kollegen etwas aneinander geraten. Also ich glaube, dass ich in meiner Zeit, ich war 1971, hatte ich meine erste eigenverantwortliche Aufgabe als Lehrer. Also die 68er Jahre in Frankfurt habe ich so in meinen letzten Jahren als Student mitgekriegt, demonstriert, allmöglichen Heckmeck da. Und war auch eine kurze Zeit in der Versuchung, beim SDS einzutreten. Aber als ich merkte, dass dort die Parolen im Vordergrund und nicht das Tun stand, habe ich dann die Hände weggelassen. Aber zurück zu dem Lehrer-Dasein. Ich glaube, dass der Aufbruch in den 68er Jahren,
Und die Hinwendung zu einer neuen Pädagogik, zu einer selbstverantworteten Pädagogik zu Jugendlichen. Damals gab es diese Kindergärten und die freien Erziehungen, Summer Hill und alle diese Dinge hatte man ja irgendwie gelernt und wollte sie mit umsetzen. Das in der Zeit für mich eigentlich ein guter Wechsel war zwischen dem, was ich gelernt hatte über viele Jahre auch in der eigenen Schule mit doch unterschiedlichen Erfahrungen und der Erkenntnis, dass ich junge Menschen mehr begleite, vielleicht auch etliches vormacht. Ich war immer stolz, dass ich ein guter Geräteturner war und durch meine langen Beine und Arme auch gleichzeitig ein guter Leichtathlet, dass ich aber immer dabei war und vormachen konnte und die Freude an die jungen Leute weitergeben konnte. Also bis viele Jahre, nachdem ich in meinen ersten Schuljahren nicht da war, also als ich meine ersten Schuljahre hinter mir hatte und dann schon in einer anderen Schule war, hat es immer wieder sehr viele nette Kontakte gegeben von ehemaligen Schülern. Dass ich zum Beispiel mit in dem Moment, wo ich eigene Klassenfahrten als Klassenlehrer veranstalten durfte, musste, dass ich regelmäßig mit denen Segelkurse gemacht habe am Steinhuder Meer. Und auch dann, als ich nicht mehr die Klasse hatte, sondern später, haben mich die Schüler gebeten, mit ihnen in deren Ferien, die auch meine natürlich waren, am Wörthersee Fortsetzungskurse zu machen. Und hatte dann auch Kollegen mit, so dass ich also mich immer auch wohlgefühlt habe in dem, was ich selbst tat. Und da glaube ich, das eigene Wohlfühlen war auch Zündung für das sich Wohlfühlen bei den jüngeren Menschen. Also diese vielleicht Summerhill-Pädagogik, nur was oder auch hier in Darmstadt, also in der Schule, die dort so ein bisschen ins Gerede gekommen ist, die Odenwaldschule. Die Zeit, ich habe damals auch Begegnungen in der Odenwaldschule gehabt, als Sportfachbereichsleiter, der ich dann in Oberursel wurde, habe ich dann auch Konferenzen mit Leuten in der Odenwaldschule gehabt. Also ich kenne von denen viel und habe deren Pädagogik auch für gut gehalten. Ich hatte keine Ahnung, dass da eben die Verbindung zwischen Lehrern und Schülern so intensiv war, dass Grenzen überschritten wurden. Da habe ich immer großen Schiss vorgehabt. Der Reiz der jungen Damen ist natürlich an mir auch nicht vorbeigegangen, aber ich habe Angst gehabt, echt Angst gehabt, dass da was passieren könnte. Und ich denke, das ist eine größere Hilfestellung für mich als die Moral gewesen. Mein Weg zu der Verantwortung in der Schulleitung ist mit so vielen Zufälligkeiten da gewesen, dass ich habe nie eine solche Stelle angestrebt, sondern ich kann darüber auch erzählen, bin da zufällig gekommen. Aber ich glaube, grundsätzlich habe ich gegenüber vielen meiner Kollegen den Vorteil, dass ich aus meiner Lebensgeschichte her ein Praktiker bin. Ich habe Radios aus alten Kupferdrähten und so zusammengebaut. Also für mich ist, und auch dann in der Schule, in der letzten Phase, als ich dann nach der Lehrzeit wieder in der Schule war, habe ich einen Mathelehrer gehabt, der keine typische Lehrerausbildung hatte, sondern der war Ingenieur bei Siemens und ist nach dem Krieg, als keine Lehrer, Mathe- und Physiklehrer da waren, über einen kurzen Weg, wie weiß ich nicht, aber aus dem praktischen Ingenieursberuf in einen Lehrerberuf gekommen und hat immer bei dem, was er in Mathe oder Physik uns beibrachte, immer den Bereich zur Praxis gehabt. Und das kam mir aus meiner persönlichen Historie entgegen, weil ich eben an vielen Stellen auch mich mit auch guten, praktischen, aber für mich nicht nachvollziehbaren Argumenten nicht habe abschrecken lassen. Vielleicht ein kleines Beispiel. In Oberursel wurde eine neue Turnhalle gebaut an der Realschule, die wir dann, als es Gesamtschule wurde, auch mit benutzen durften. Und keiner der Architekten
hat mich als damals an der Schule verantwortlichen Sportlehrer irgendwie nach Einzelheiten gefragt. Was mich so geärgert hat, weil ich wollte gerne, warum weiß ich nicht, in der Turnhalle eine Möglichkeit haben, um Stabhochsprung zu üben. Stabhochsprung war für mich so eine fantastisch technische Sportart. Und das war nicht möglich. Der Boden war drin, ein fürchterlicher Boden, ein Kunststoffboden auf Beton ohne Schwingboden. Das war für mich der Vorteil. Ich habe mir in einer schönen Zusammenstellung einen Winkelschleifer, einen Presslufthammer, Sack Zement, eine Schubkarre Kies besorgt und bei der Firma Zellekens in Frankfurt, Sportgerätefirma, einen Einstichkasten für Stabhochsprung. Und bin an einem Freitagabend in die Sporthalle gegangen, habe den Boden aufgebrochen, aufgeschnitten, habe den Boden ausgebohrt, habe dort einen Beton, also in den mit Beton alles sehr ordentlich eingebaut, mit Deckel drauf und bin dann am Montag zu dem Schulleiter gegangen und habe mich bei ihm bedankt, in aller Scheinheiligkeit, wie er es denn geschafft habe, einen Stabhochsprungkasten in der Turnhalle einbauen zu lassen. Der hat mich etwas irritiert angeguckt, dann aber geahnt, dass da irgendetwas schief ist und dann habe ich ihm das gezeigt und er hat geahnt, dass das also eine eigenmächtige Sache von mir war und hat mir durch seinen Gesichtsausdruck mit Augenzwinkern quasi gesagt, gut gemacht, Krüger, aber offiziell durfte er mir das natürlich nicht so genehmigen. Und diese Dinge, praktisch, also meine Kenntnis vom Bau, vom Garagebau und diese Dinge von der Praxis her dann in dem Schulbereich auch anzuwenden, hat mir dann auch später auch in den theoretischen Bereichen, zum Beispiel des Deutschunterrichtes, glaube ich, immer eine ganz gute Hand gegeben, zum Beispiel bei Lyrik, als ein Beispiel, was mir so einfällt, heute nicht mehr so aktuell, ist Paul Celan mit diesem berühmten, bedeutenden Gedicht Die Todesfuge. Und als ich hier 87 angefangen habe in Laubach, war das auch nicht mehr so aktuell. Die Zeit des Dritten Reiches oder die Judenverfolgung war so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten und ich wollte es dort trotzdem mal machen. Ich habe also mir dieses Gedicht ausgedruckt, es zerschnippelt in einzelne Worte und habe den Schülern Wortfetzen dieses Gedicht die Todesfuge gegeben und habe gesagt, seht mal zu, was ihr praktisch daraus machen könnt. Experiment für mich auch. Und ich war hinterher sowas von verblüfft, dass die ein fast identisches Gedicht zusammengestellt haben und sehr genau herausgefunden haben, worum es bei Paul Celan mit diesem Schwarze Milch der Frühe und der Tod ist ein Meister in Deutschland und Sulamit, also diese ganzen einzelnen Teile in der Lyrik, dass die das so herausgefunden haben, dass das mir auch wieder Mut gegeben hat, in den jetzt in Anführungszeichen theoretischen Feldern immer etwas mit Praxis zu probieren. Und das ist eine Sache, die ich nicht in der Schule, in meiner Schulzeit gelernt habe, auch nicht gelernt habe in meiner universitären Ausbildung und mit der ich glaube auch hier am Laubach-Kolleg verhältnismäßig alleine geblieben bin. Aber im Nachhinein, wenn ich so heute mit Schülern, manchmal auch mit Kollegen über sowas spreche, kriege ich immer positive Rückmeldungen, sodass ich denke, es kann nicht das Falscheste gewesen sein. Ich bin wahrlich kein guter Lehrer gewesen. Aber nochmal Stichwort Karriereleiter. Als ich in Oberursel eben in der Schule zunächst mal der verantwortliche Sportlehrer war und der Wechsel von Klassensystem zu Kurssystem in der Oberstufe war, war ich so unsicher, dass ich sagte, wir schaffen das als Lehrer nicht ohne Hilfestellung der Universität. Und habe dann aus meinen Verbindungen für Sport, und dann gab es eben auch weitere Annäherungen,
zum Beispiel Biologie und Geschichte des Sportes, habe dann mir Studenten bzw. Assistenten nach Oberursel an die Schule geholt und habe gesagt, ihr müsst doch irgendwann ein Praktikum machen, lasst mal uns was zusammen probieren. Und dann haben wir in Oberursel einen Musterkatalog von einem Oberstufen-Sport-Schwerpunktfach gebildet, das dann, was auch veröffentlicht wurde und wonach dann eine ganze Reihe von Schulen in Hessen ihren Oberstufenplan mit Sport als Schwerpunktfach gebildet haben. Und dann, ja, weiß nicht, wer darauf aufmerksam geworden ist, als dann in Bad Homburg eine Gesamtschule, leider nur eine kastrierte, also das heißt ohne gymnasiale Oberstufe, gebaut wurde, wurde ich von dem dortigen Schulrat in Bad Homburg, dem Zimmermann, besucht und er legte mir nahe, ich sollte doch nach Bad Homburg an die Gesamtschule gehen und dort eine Funktionsstelle übernehmen. Die habe ich abgesagt, weil ich gerne in der Oberstufe auch tätig sein wollte. Dann kam er zum zweiten Mal während einer Konferenz und dann habe ich es nochmal abgelehnt und dann kam schließlich völlig überraschend, also Zimmermann als Schulrat hatte mir als Gymnasiallehrer nichts zu sagen. Er war nicht mein Vorgesetzter, sondern nur für Realschullehrer. Und deswegen kam dann eines Tages der Oberschulrat aus Wiesbaden und hat mich quasi vor die Alternative gestellt, entweder werde ich versetzt mit von Wiesbaden aus nach Bad Homburg an die Schule oder ich könnte mich für eine Stelle bewerben als stellvertretender Schulleiter. Es sähe mit einer Bewerbung besser aus als einfach eine So-Versetzung. Daraufhin habe ich genau 3 Zeilen geschrieben als Bewerbung für die Stelle, immer mit der Hoffnung, dass ich in der Oberursel bleiben könnte. Naja, und dann musste ich eines Tages dort antreten als stellvertretender Schulleiter in Bad Homburg bei einem Schulleiter, der leider alkoholkrank war, sodass ich ziemlich früh, immer wenn er wieder mal 3 Wochen aus dem Gefecht war, auch die ganze Last der anderen Position hatte. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich es nicht kapiert habe, aus der Rolle des Lehrers, des Kollegen wegzugehen auf die andere Seite als teilweise anordnender Schulleiter. Und das hat mich in den ersten Jahren fast zerrissen, weil ich Kollege sein wollte mit all den Freundlichkeiten und so, wie man als Kollege miteinander umgeht und auf der anderen Seite anordnender oder Schulkontrollierender oder was auch immer, also auf der anderen Seite zu sitzen als Amt. Da bin ich fast dran zerbrochen. Und als dann ich plötzlich auch ziemlich alleine in den Sommerferien den Stundenplan machen musste, da habe ich einen solchen nervlichen Absturz gehabt, dass ich nicht mehr genau wusste, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg. Und da ist mir dann das Segeln zugute gekommen, dass ich ein paar Tage nach Ansteinluder Meer gefahren bin, morgens aufs Boot und abends zurück, nichts gegessen, nichts anderes getan als geguckt und gesegelt. Also da habe ich mich selber wiedergefunden und das hat meine Freude am Segeln dann noch wieder verstärkt. Dass ich eben Kollege sein wollte und die Kollegen mich nicht akzeptiert haben als Schulleiter. Nein, nicht akzeptiert haben als Kollegen, sondern gedrängt haben, du hast hier nichts zu suchen, du bist Schulleiter. Also so, ich hatte das Empfinden, wenn ich ins Lehrerzimmer komme, Büro hatte ich zu tun, das hatte ich zu machen mit den Sekretärinnen und so. Die Schule hatte in der damaligen Hochzeit 3200 Schüler von Klasse 5 bis 10, also ein in diesem Bereich größte Schule Hessens ohne Oberstufe. Und mit all den Dingen, Pavillons, weil wir nicht genug Schulplatz hatten. Also alle die Dinge, die organisatorisch schwierig waren in der Hochzahl der Schülerzeiten. Und ich wäre so gerne Kollege geblieben.
Und die Kollegen konnten das nicht akzeptieren. Und dann hat eine ältere Kollegin, die ich so ein bisschen dann später mal als in dieser Rolle als weise betrachtet habe, hat mir gesagt, Krüger, das halten Sie nicht aus. Sie gehen hier vor die Hunde, wenn Sie Kollege sein wollen und gleichzeitig Schulleiter sind. Als stellvertretender Schulleiter bei einem alkoholkranken und nicht häufig vorhandenen Schulleiter. Und dann habe ich mich in meinem 12. Jahr beworben nach Chile, hatte auch die, und auch mal nach Südafrika, wollte also eine Auslandsschule und hatte dann eigentlich schon die Stelle an der deutschen Schule in Kapstadt für mich sicher. Also ich hatte schon das Flugticket, um mich dort vorzustellen. Dann waren wir, und in dieser Zeit hatte ich eine Religionslehrerausbildung in Schönberg gemacht. Und von dort wurden wir dann von dem hier in Laubach unterrichtenden Kollegen Klaus Tempel, der im Schloss wohnte, eingeladen in die Schlossbibliothek, weil da natürlich sehr viele Originalschriften aus Luthers Zeit und so weiter sind. Und mich nahm ein Pfarrer Gerhard mit, weil der in Bad Homburg vorbeifuhr und ich sagte, wenn du darauf fährst, kannst du mich mitnehmen. Und unterwegs fragte er, ob ich mich denn beworben hätte, auf hier wäre eine Stelle ausgeschrieben, ob ich das Amtsblatt lese. Ich habe gesagt, ich lese das Amtsblatt regelmäßig, muss ich. Aber eine Ausschreibung. Und dann kamen wir drauf, dass er das kirchliche Amtsblatt meinte und ich hatte nur das staatliche. Und das war an einem Donnerstag und er sagte mir, dass hier die Stelle am Laubach-Kolleg und schwärmte dann vom Laubach-Kolleg. Und dann habe ich gesagt, naja, hört sich interessant an, könnte ja mal so sein. Und das war Donnerstag. Am Dienstagmorgen drauf wurde ich angerufen aus Darmstadt. Ich dachte erst, es sei der RP, der für mich zuständig war, in Bad Homburg in der Schule. Ja, ich hätte doch Interesse gezeigt an dieser Schulstelle in Laubach und ob ich dienstagsnachmittags Zeit hätte, mal eben vorbeizukommen, um einiges zu hören. Und dann habe ich einen Unterricht, wo ich türkische und griechische Schülerinnen und Schüler im Unterricht zusammen in einem Sonderunterricht dienstags nachmittags hatte. Den Unterricht, also das waren damals kräftige Spannungen, habe ich den verlegt und bin also nach Darmstadt gefahren und habe dann völlig überrascht der gesamten Kirchenleitung gegenüber gesessen, die mich dann gelöchert haben und gefragt haben. Und ich hatte das Glück, völlig unvorbereitet zu sein, also dadurch auch wenig nervös zu sein. Ja, und am nächsten Tag nach dieser interessanten Begegnung wurde ich dann von Darmstadt angerufen mit der Bitte, ich sollte mich doch bewerben. Ich wäre für die Stelle vorgesehen. Als 13. Bewerber hätten Sie wohl den Eindruck. Naja, also wieder ein Zufall mit Durchstarten. Aber damals hatte ich dann schon nach diesen bitteren Erfahrungen gelernt, du kannst nicht mehr Kollege sein, wenn du auch dann an der Macht geschnuppert hast, an den Möglichkeiten geschnuppert hast, die ein Schulleiter mit den Zuordnungen Fächer zu verschiedenen Kollegen und Wege bereiten für die Kollegen, dass das schon eine versucherische Aufgabe ist, da zu steuern. Jugend forscht in einer Schule in Bad Homburg, die nur bis Klasse 10 geht, und anschließend den Stolz, dass wir die Oberstufenschulen, die beiden Oberstufenschulen in Bad Homburg weit in unseren Forschungsbereichen bis zur Klasse 10 hinter uns gelassen haben. Und solche Dinge faszinieren dann natürlich, wenn man ein bisschen beteiligt ist und die Signale auf grün gestellt hat, dass die Kollegen einen guten Weg gehen. Und das war dann der Reiz, dass ich eben auch dachte, wenn du dann mal wirklich die volle Verantwortung übernehmen kannst und die Stelle bot sich hier. Und dann musste ich halt nur kurzfristig in Kapstadt absagen. Weil ich dann bei der, in Kapstadt war dann noch so ein kleiner Schlenker da, nicht so wichtig, aber dann habe ich gemerkt, dass hier bietet mir auch eine gute Chance, was dann eben aber auch einen kleinen Nachteil hatte, meine inzwischen wieder zu großen Vorteil, aber im Persönlichen,
Meine damalige Frau wäre mit mir nach Kapstadt gegangen, aber hier nach Laubach wäre sie nicht mitgegangen. Worauf dann die Trennung nach 2 Jahren ohnehin schon Trennung, dann die endgültige Trennung war und ich habe dann meine alte Jugendliebe wiedergefunden, die dort drüben sitzt. Also das sind diese persönlichen Dinge, die man vielleicht rausschneiden kann. Und ich würde so ein bisschen salopp sagen, bei all den Verrücktheiten, die ich als richtig und gut, aber vielleicht auch als Experiment empfand, kriegte ich dann etliche Bestätigungen, die mir gesagt haben, also ich kann nicht auf allen Gebieten nur schlecht sein. Es muss einiges auch dran sein. Also das ist sicherlich am Anfang gewesen. Es hat sich, haben sich 2 Kollegen aus dem Laubach-Kolleg auch für die Stelle beworben, die natürlich auch dann ein bisschen bitter waren. Ich habe den einen dann auf meine Seite ziehen können und habe ihn zu meinem Stellvertreter gemacht. Und wir sind sehr, wirklich sehr gut miteinander zurechtgekommen. Fischer war das als Germanist, der mir auch eine ganze Menge dann im Deutschen gesagt hat, also im Deutschunterricht gesagt hat und einige Mackenstellen, die ich sogar noch aus meiner Schulzeit mitgeschleppt habe, die hat er mir geöffnet. Kleines Beispiel, die Achtung vor dem Faust 2. Ich hatte aus meiner Schulzeit mitgebracht von meinem damaligen Deutschlehrer in Using, Faust 2, das muss man nicht so ernst nehmen, da ist der Goethe schon so ein klein bisschen altersdement, andere Ausdrucksweise, aber das ist so hängen geblieben, Faust 2 ist nicht mehr so ganz ernst zu nehmen. Und der Fischer hier hat mir die Schönheit und die Hintergründe in einem langen Gespräch mal klargemacht, sodass ich mir den Faust 2 nochmal vorgenommen habe und habe ihn gewonnen. Also solche Dinge hat mir dann Fischer, der eben sich auch beworben hatte für die Stelle und zuerst sicherlich mir gegenüber als ja unrasierter Schnösel, er war gestandener Mann, da mussten wir uns erst beschnuppern und klarkommen. Und dann der Hagen Hartmann, der sich auch beworben hatte und für den, der glaubte in mir, ich kannte ihn aus der Referendarausbildung und hinterher hatte ich ihn auch mal Berührung in Schönberg, also in dieser Religionslehrerausbildung und er glaubte nun in mir einen sehr frommen Schulleiter zu haben und ich war alles andere als fromm. Ich habe viele Dinge, die hier waren, gut weitergeführt, dann zum Beispiel hatten wir ja damals noch jede Woche einmal Morgenandacht, aber das haben die Pfarrer abgewürgt und nicht der Schulleiter. Und also solche Dinge hätte ich auch gerne behalten, aber da sind eben die Dinge anders gewesen und da habe ich auch nicht, ja, also ich war nicht der Typ, der nur alles übernehmen wollte und war nicht der Typ, der nur alles neu machen wollte. Da hätte ich mich auch zerrieben, sondern ich glaube, ich bin an eine Schule gekommen, die durch die Überschaubarkeit eine Möglichkeit für sowohl die Kollegen, und ich nenne sie jetzt komischerweise zuerst, als auch besonders für die jungen Menschen auf dem ersten und zweiten Bildungsweg bietet, also eine Einrichtung, die Möglichkeiten bietet, die an diesen großen Schulen überhaupt nicht möglich sind. Du hattest gefragt nach dem Stichwort Protestlehrer. In der Zeit, in der ich nun weg war von der Schule, aber in meinem Hinterkopf eigentlich doch in der Schule bleiben wollte, um das Abitur zu machen, da gewinnt man ja so eine Distanz und reflektiert seine eigenen Schwachstellen und das, was man anderen als Schuld zuschieben kann. Ob das immer richtig ist, weiß ich, will ich auch jetzt gar nicht vertiefen. Aber ich hatte den Eindruck, ich bin auch ein Opfer von Missgunst anderer Lehrer für meine manchmal etwas individuelle, vielleicht sogar auch manchmal etwas aufmüpfige Art gewesen. Hat damit zu tun, älterer Bruder, nur 13 Monate älter als ich, dann ein Jüngerer, dann halt die Wirren, wo man sich im Krieg durchsetzen musste und so. Ich bin eigentlich nie, habe ich mich zufrieden gegeben, wenn ich angepasst war.
Und in dieser Zeit im Tiefbau und im Büro brauchte ich natürlich auch für mich eine innere Stabilisierung. Und der Ärger über andere Lehrer, denen ich einen Teil der Abgehschuld geben konnte, da wollte ich etwas wieder gut machen. Und deswegen ist so dieser Satz gewesen, die nächste Generation soll Lehrer haben, die besser sind als die, die ich genossen habe. Heute würde ich sagen, eine Portion Arroganz, aber auch eine Portion Motivation. Sei gut, mach was aus dir und gib es weiter. Spielt dann auch eine Rolle, Kindergottesdiensterfahrung, wie schön es ist, wenn man sein Wissen anderen weitergibt und strahlende Augen hat. Also da ist eine ganze Menge. Also dann bin ich halt Lehrer geworden, auch in der Referendarzeit mit einigem Ärger wieder dabei. Und deswegen wollte ich Zeit meines Lebens ein guter Lehrer sein. Dann eben diese Verantwortung übernommen, Sportlehrer, dann an die andere Schule, dann hierher. Und der Reiz, dann jungen Menschen, das, und jetzt bin ich schon ganz beim Laubach-Kolleg, mit jungen Menschen zusammen etwas zu erarbeiten, die schon Lebenserfahrung haben. Nur eine Kleinigkeit, um das auch noch zu verdeutlichen. Ein Text zu nehmen, den in einer Gruppe, in einer Klasse zu erarbeiten, die sich zusammensetzt aus Normalschülern, in Anführungszeichen, die also diesen glatten Schulweg haben, und jungen Erwachsenen, die irgendwann mal gesagt haben, ich mache das und haben gemerkt, es ist falsch, ich gehe zurück, werde also diese kleinen, manchmal auch größeren Brüche im Leben, die sitzen nun dabei. Und dann wird ein Text, ein Gedicht oder irgendetwas besprochen und interpretiert. Und wenn man dann als Lehrer eine gewisse Unruhe bei den jungen jungen Menschen mit Lebenserfahrung, Frauen, die schon ein Kind hatten, Männer, die schon Berufsausbildung hinter sich hatten, dann so eine gewisse Unruhe spürt und die so zusammenzufassen ist in dem Satz, der wahrscheinlich nie so explizit gesagt worden ist, das sieht ja nach schulisch und so alles schön und richtig aus und ich habe auch nichts dagegen, aber das Leben ist doch anders. Solche Stunden sind dann eben Sternstunden für einen Lehrer, der dann sagen kann, gut, dann wollen wir mal diese Normalinterpretation oder das normale Umgehen mit dem Text konfrontieren mit dem, was Sie gelernt haben oder was Sie als Lebenserfahrung mitbringen. Und wenn diese beiden Gruppierungen aufeinander stoßen, miteinander diskutieren, sich verhaken oder auch gegenseitig stärken oder abschwächen, also wenn diese Diskussion darum ist, und ich als Lehrer mich so ein bisschen rausziehen kann und kann die untereinander arbeiten lassen. Und am Ende der Stunde oder am Ende der Doppelstunde, das ist ja immer das Schöne, man hat ja oft lang, doch viel Luft dazwischen, dann zu sagen, gut Leute, jetzt haben wir hier den Stand, wir haben keine Lösung, aber wir haben den Stand so und so. Oder ich konnte schon den Sack zubinden und konnte sagen, das ist jetzt das Ergebnis aus den beiden Sichtweisen, dann sind das Sternstunden für einen Lehrer gewesen. Und das hat letzten Endes in einer Klassengröße, wo 16 bis höchstens mal 20 da waren, viel mehr Lebendigkeit als eine Pflichtgröße von 30 Schülern, wie sie in öffentlichen Schulen waren. Und da ist die Besonderheit der Schule in freier Trägerschaft, das ist ja der offizielle Ausdruck, Privatschule ist kein Fachausdruck, weil es eben eine öffentliche Schule in freier Trägerschaft ist. Ich habe niemanden abweisen können, dürfen, wollen aus religiösen oder aus nationalen Gründen, sondern ich bin immer froh gewesen, wenn die Menschen zum Laubach-Kolleg kamen und dort gemerkt haben, es weht auch bei den Kollegen ein ganz besonderer Wind. Und das haben wir in
Konferenzen auch immer wieder uns klar gemacht, und da sind eine Frau wie die Barbara Wilhelm oder auch andere und auch, also ich könnte eigentlich ein Loblied über viele Kollegen singen, auch andere, bei denen ich es nicht so singen würde, die immer wieder auch darauf Wert gelegt haben, lasst uns die gute Atmosphäre dieses Hauses auch weiter tragen, weil dadurch die jungen Menschen, denen gegenüber wir Verantwortung haben, den besten Weg ins Leben finden können.